Sie sind ein großer Geniespeer. Doch, doch. Nur Sie und ich wissen, dass ein Drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäusern und Fabrikgebäuden besteht. Nur Wolkenkratzer und Hotels. Dieses Dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die Jahrtausende überdauert. Wir sehen die antiken Städte vor uns, die Akropolis. Wir sehen die Städte des Mittelalters. Wir sehen ihre Dome und wissen, dass die Menschen sowas brauchen, einen Mittelpunkt. Ja, Speer. Das war meine Vision. Und das ist sie noch immer. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Eva, jetzt sag du doch mal was. Er ist der Führer. Er weiß, was richtig ist. Bitte, Sie müssen raus aus Berlin, das sagt doch jeder. Die Russen haben uns ja schon fast abgeschnitten. Ach, Kind, ich kann das nicht. Ich käme mir vor wie ein Lama-Priester, der eine leere Gebetsmühle betätigt. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Speer. Was meinen Sie? Sie sollten auf der Bühne stehen, wenn der Vorhang fällt. Mein Führer, sind Sie einverstanden? Die solchen Namen machen? Ich fürchte nein. Aber Steiners Angriff musste schon im Rollen sein. Wir müssen bald wirklich verschwinden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Steiner alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihm mehrmals sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Fantasie! Ich würde mich wundern, wenn er selbst daran glaubt. Was soll das denn heißen? Warum sollte er denn ein Spiel mit uns spielen? Was hat er denn noch zu verlieren? Ich glaube dem kein Wort! Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille Vollbeats! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staate möglich gemacht! Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Das kann der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er sie erschießen will. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers.
und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton.